Mein Vater auf dem Weg zur Arbeit. Es geschah was Schlimmes in der Zeit. Er mich anrief und anfing zu schreien. Voller Leid, voller Schmerz, anfing zu weinen. Ich war in der Schule, verließ die Schulzeit und machte mich auf den Weg und rannte heim. Kam voller Atem, bog die Tür herein, sah meine Mama, sie war am Wein. Fragte sie, was los, sag es mir bloß, was passiert? Sie war am Zittern und so sprachlos und gab mir auf meine Frage kein Wort. Bitte gib mir eine Antwort. Der Autofall brach mein Vater ins Koma. Ich fuhr zu ihm, sah ihn durch das Spiegelglas, saß stundenlang im Krankenhaus. Plötzlich bekam er einen Herzstillstand und das Licht ging aus. Du bist nicht mehr bei mir. Wie gern wäre ich bei dir. Nun muss ich Abschied von dir nehmen. Mann, es tut mir so weh. Mein Vater, wieso hast du das getan? Warum hast du das gemacht? Warum hast du mir das angetan? Was noch, wo ich klein war? Es tat so weh, was ich jetzt sag, Mann. Es tut so weh, den Schmerz hab ich jedes Mal in mich gefressen. Doch glaube mir, Vater, diese Tränen werd ich nie vergessen. Das war alles wie ein Albtraum. Du konntest nur eins saufen bis zum Morgengrauen. Wenn dir etwas nicht geschmeckt hat, nahmst du einen Gürtel, schlugst mich an die Wand. Mit dem Gürtel schlugst du auf mich ein, bis Blut fließt, verdammt. Bis heute sind meine Ängste und Narben geblieben. Ich hatte dir jedes Mal gesagt, ich wollte dich immer lieben. Doch du hast das nie gesehen, lässt mich jetzt alleine stehen. Ich geh jetzt meinen Weg und du wirst sehen, ich werde nie wieder zurückkehren. Glaube mir, Vater, ich werde jetzt gehen. Du bist nicht mehr bei mir. Wie gern wäre ich bei dir. Nun muss ich Abschied von dir nehmen. Mann, es tut mir so weh. Du bist nicht mehr bei mir. Wie gern wäre ich bei dir. Abschied von dir, Mann, es tut mir.